Rekordbesucherzahl beim Neujahrsempfang der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Über 800 Menschen folgen der Einladung, darunter viele ehrenamtlich Engagierte. Denn das große Thema des Abends ist die Würdigung des Ehrenamtes. Das Ehrenamt ist im Prinzip Motor dieser Gesellschaft. Ohne Ehrenamt würde dieses Staatswesen schlichtweg in sich zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, weil hier einfach sehr viele Tätigkeiten organisiert werden, die man mit Heller und Pfennig gar nicht erfassen kann, die auch in keiner Statistik auftauchen. Dieses Zusammenführen der Leute, ja, dieses gesellschaftliche Klima lebt ja davon, dass Leute in Vereinen organisiert sind. Das ist unbezahlbar und hier wollen wir einen besonderen Augenmerk darauf richten, diese Leute verdienen unsere Unterstützung, damit das Vereinswesen, das Ehrenamt noch mehr Chance hat, ja, mitzuhelfen, diese Gesellschaft am Laufen zu halten. Politik muss helfen, diese gelebte Solidarität zu würdigen. Die Freien Wähler fordern deshalb die Aufnahme des Ehrenamtes in die Verfassung. Die Verfassung ist das höchste Staatsziel, was anzustreben ist. Das ist in der Verfassung festgelegt. Und weil das Ehrenamt so wichtig ist, sind wir sehr dankbar, dass es jetzt in die Bayerische Verfassung aufgenommen wird. Deswegen werden wir diesen Verfassungsauftrag ernst nehmen und wir werden das Ehrenamt stützen, das Ehrenamt schützen und das Ehrenamt weiterverbreiten. Insgesamt 5 Verfassungsänderungen werden jetzt in den Landtag eingebracht. 3 davon wurden von den Freien Wählern selbst angestoßen. Besonders wichtig, die Forderung nach gleichwertigen Lebensbedingungen in ganz Bayern. Gleichwertige Lebensverhältnisse bedeutet, dass man sozusagen in Stadt und Land sozusagen seine Heimat, sein Glück wiederfinden kann und dass man nicht gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen, weil man woanders zum Arbeiten hin muss. Und dazu muss man die Strukturen auch in Bayern schaffen und auch erhalten. Und das heißt also, man braucht die entsprechende Infrastruktur, Straßen, schnelles Internet, aber auch die Hausärzte vor Ort, man braucht die Schulen vor Ort, man braucht also die Einkaufsmöglichkeiten, die Lebensbedingungen, die man einfach überall schaffen muss, dass die Leute in ihrer Region, in ihrer Heimat verbleiben können. Eine weitere wichtige Forderung, die Sicherung der Kommunalfinanzen. Außerdem fordern wir eine Stärkung des Mittelstands und der Kleinunternehmer, also eine Politik nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen. Und natürlich solide Finanzen von Europa, deshalb sagen wir Nein zu Euro-Rettungsschirmen, bis herunter zu den Kommunen, also bessere Finanzausstattung der Kommunen, damit Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, also rundherum eine breite Themenpalette. Die Freie Wähler Landtagsfraktion punktet mit klar gesetzten Themen. Und das kommt an, bei der Basis genauso wie bei den prominenten Gästen des Abends. Ich habe mich auf diesen Freien Wählerabend wirklich gefreut. Also, wenn man Aiwanger hört und jetzt aber seine Nachredner haben ebenso uns mehr oder weniger gewisse Richtungen vorgeschlagen, aber waren auch sehr amüsant. Also jedenfalls zusammengefasst, es ist ein inhaltsreicher, interessanter und schöner Abend. Da sind sich die Gäste einig. Der Abend ist einfach Weltklasse, weil die Freie Wähler Landtagsfraktion die einzige Fraktion ist, wo wir Bürger von der Basis auch Gelegenheit haben, in so großer Zahl mal hierher kommen zu dürfen. Schön essen, bayerische Musik und auch noch, dass das Thema Ehrenamt im Vordergrund steht, freut mich als Faschingsprinz besonders. Ich bin seit Anfang dabei, bin jedes Jahr beim Neujahrsempfang und es werden jedes Jahr mehr Leute, so viele wie heuer waren es noch nie. Ein sehr gelungener Abend mit lauter Freunden, Bekannten, mit Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen und man sich austauschen kann, die man lange nicht mehr gesehen hat. Das ist wunderschön, ja. Doch immer weniger Frauen schaffen den Spagat zwischen Familie, Job und Ehrenamt. Ihre Beteiligung geht zurück. Knackpunkt ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frauen, die letztendlich berufstätig sein können, werden auch sich im Ehrenamt engagieren, so wie die Männer das eben machen. Und die andere Sache, ich brauche eben insgesamt von sozialen Tätigkeiten wesentlich mehr gesellschaftliche Anerkennung, sodass es schick wird, letztendlich in diesem Bereich tätig zu sein. Die Freie Wähler Landtagsfraktion nutzt ihren Neujahrsempfang 2013, um Danke zu sagen für die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen.